Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Infovideo hier auf unserem Kanal und der Yannick ist mal wieder mit dabei. Hi Leute, freut mich, dass ich wieder bei einem Infovideo dabei sein kann. Ich glaube, so oft wie in letzter Zeit war ich noch nie bei einem Infovideo dabei. Ja, es liegt aber auch am Turnier, muss man dazu sagen. Ja, okay, Normalerweise gut. mache ich die ja immer alleine. Aber gut, natürlich, es ist ja beinahe schon Tradition in einem Infovideo. Als erstes wird der Livestream angekündigt. Der findet diesen Sonntag auch wie fast jeden Sonntag um 16 Uhr statt. Ich versuche pünktlich zu sein und es werden natürlich mal wieder wird alles Mögliche gespielt wie Rouge, hier War Thunder etc. Wobei wir dieses Mal kein EU4 und HOI4 machen wahrscheinlich, weil das kommt nächste Woche und dazu kann auch Yannick was sagen. Ja, also EU4 wird am Montag wieder weitergespielt. Uhrzeit, gut, das haben wir gerade gar nicht geredet. Ich denke 18, mal so 19, 19 18 Uhr. Machen wir 18 Uhr rum. Okay, passt. 18 Uhr. Wollen wir endlich mal durchkommen. Letzten Dienstag wurde es ja leider nichts, aber diese Woche Montag kriegt man das hoffentlich mal wieder hin. Und ja, ganz wichtig für die Mitspieler, Leute, seid bitte da. Wirklich. Sonst ist es so wie beim letzten EU-Stream, wo wir dann haben auch abbrechen müssen, weil dann irgendwann Arabien den Krieg erklärt hat, ja, was nicht so ganz das geil war. Echt witzig, ja. Und deswegen wäre es ganz cool, wenn ihr dabei seid. Genau, und vorbereitet, denkt dran mit hier Enddatum und Mods und richtige Version etc. Gut, dann auch noch eine Sache. Ihr seht ja momentan mein HOI4-Projekt mit Deutschland. Da fragen mich immer wieder Leute, ob sie da mitspielen können. Ja, könnt ihr. Allerdings werde ich frühestens, beziehungsweise eigentlich steht der Termin schon fest, ich werde am 16.10. den Livestream wieder fortführen, weil bis dort, also es sind momentan 10 Parts. Und wenn die durch sind, was sie am 16.10. sein werden, dann mache ich eben mit dem Livestream weiter und da gibt es halt nochmal ein paar Parts, je nachdem, wie weit man da kommt. Ja, also das Projekt geht noch eine Weile. Ich schätze mal, dass es am Ende ungefähr 20 Parts sein werden. Alles andere von mir geht regelmäßig weiter. Ich versuche momentan ein bisschen mehr Rouge zu bringen. Empire Total War geht ja auch voran. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Turnier. Da kannst du ja was zu sagen, Yannick. Ja, wir sind ja jetzt endlich mit ein bisschen Verzögerung durch die dritte Vorrunde durch. Und wir haben jetzt unsere Viertelfinalspiele bereit. Das wären einmal das Viertelfinale 1, Ultima versus Nuradon. Der Ultima hat ja die Gruppe A gewonnen, glaube ich. A gewonnen, Nuradon zweite Gruppe B. C was? C, genau, ja. Dann UNSC war zweiter in der Gruppe A und Mr. Finti erst in der Gruppe C. Die zwei spielen gegeneinander. Das Viertelfinale 3 ist Baumlord als Gruppenerster der Gruppe B gegen Gringor als Gruppenzweiter der Gruppe D und Desergards gegen Sebastian, Master KV3. Desergals als Zweiter der Gruppe B und Sebastian als Erster der Gruppe D. Die werden gegeneinander spielen. Und ja, ich freue mich auf viele gute Gefechte. Die Map habe ich mir auch schon rausgesucht. Mein absoluter Favorit, was die Maps angeht. Und zwar die Map Fluss Stier. Eine wirklich interessante Map mit Wald, Hügeln und einem Fluss. Ja, also arg viel geiler geht schon gar nicht mehr. Und ich hoffe, dass auch den Spielern und euch Zuschauern dann die Map gefallen wird, so wie mir. Und ja, ich freue mich auf wirklich gute taktische Gefechte, weil ich finde, dass die Leute, die weitergekommen sind, sind wirklich auch alles ganz gute Spieler, finde ich. Und ich denke, das wird sehr interessant, oder was meinst du, Heiko? Ja, auf jeden Fall, zumal sich alle Spieler gesteigert haben im Laufe des Turniers, haben auch richtig gemerkt, die Teilnehmer, die dann auch weitergekommen sind, aber auch die, die leider rausgeflogen sind, haben wirklich viel Total War Warhammer auf einmal gespielt und sind konstant besser geworden. Man hat sie auch in den Replays gesehen, die sind immer noch spannender und immer noch knapper geworden. Deswegen denke ich, wird es auf jeden Fall ein spannendes Viertelfinale. Da nochmal dazu erwähnen, wer ins Halbfinale kommt, der kriegt ein kleines Geschenk von mir. Und jetzt wollen wir vielleicht noch eine Sache anmerken, weil es da auch schon, ja nicht Kritik, aber es gab Anmerkungen, deswegen wegen unserem Viertelfinalsystem. Und zwar ist ja so, wenn man sich das mal theoretisch anschaut, wenn Ultima und UNSC gewinnen sollten, spielen die bereits im Halbfinale gegeneinander wieder, obwohl sie in derselben Gruppe waren. Wir haben die Aufstellung momentan so gewählt, dass eben ich meine in Anführungszeichen Spieler kommentiere, weil Ultima und Nuradon und UNSC Finti kenne ich ja bereits aus der Gruppenphase recht gut, deswegen kann ich die besser kommentieren. Und Yannick kennt ja seine Spieler besser. Wenn die jetzt aber beide gewinnen, kommen sie im Halbfinale aufeinander, das wollen wir verhindern. Falls das passieren sollte, drehen wir die Halbfinale um. Dann kommt eben UNSC von mir aus ins Halbfinale 2 anstatt ins Halbfinale 1. Genau, also wirklich nur, wenn die Leute in einem oder in zwei dieser Viertelfinale die Leute dann wieder
gewinnen, die schon in so in einer Gruppe waren, also genau wie Heiko meinte, zum Beispiel Ultima und UNSC, dann werden wir das umdrehen, ja, und dann wird es da kein Problem mehr geben, dann wird halt eben irgendjemand anderes gegeneinander spielen. Das sieht man ja dann, ich denke, das ist die beste Herangehensweise, um das Problem zu lösen, oder? Genau. Also von dem her, genau, ist das eigentlich so mal das Wichtigste zum Turnier. Ich freue mich drauf. Abgabezeitpunkt Machen wir nächste Woche Sonntag. nächste Woche Sonntag, ja, 16. würde ich auch Aber sagen. Viertelfinale, natürlich sind wir froh, wenn ihr es früher abgebt. Aber ich denke, Viertelfinale sind jetzt noch 8 Spieler. Ja, da wird das wahrscheinlich kaum ein Problem sein. Zumal das ja Vor alles sehr allem, aktive Spieler sind. Also ich hatte jetzt mit keinem genau, von das denen ist auch jemals so die Sache. Probleme. Also ja. Genau, eben von dem her, denke ich, wird man wahrscheinlich sogar früher durch sein und dann können wir nämlich mit dem Halbfinale dann auch schon relativ zeitnah weitermachen. Genau, das So, Finale wird dann übrigens ein Livestream. Das wird dann auch richtig genau. spannend. Das wird dann auch ein, also es werden dann 3 Matches gegeneinander gespielt, nicht plus eins. Also es wird dann auf jeden Fall spannend. Zumindest zwei wahrscheinlich Ja, ist zwei mal, bis drei, je nachdem, wenn wir natürlich ja. beide Ja, gewinnen, ist genau. Und klar. da haben wir uns ein paar nette Sachen noch für überlegt, die wir jetzt noch gar nicht so richtig erzählen wollen. Und da könnt ihr euch dann drauf gespannt sein fürs Finale. Und dann würde ich sagen, müssen wir noch kurz zwei Sachen bewerben. Und zwar einmal unser LPWG Talk-Format. In letzter Zeit kam kein Video, was für uns einfach gerade ein bisschen stressig ist. Aber wir wollen nächste Woche mal gucken, dass es wieder eins gibt. Da reden wir einfach über verschiedene Themen. Also auch der Chris ist auch dabei. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr da rein oder uns freuen, wenn ihr da reinschauen würdet. Und die Total War Liga in Rom 2 ist auch immer weiter in der Planung. Falls ihr daran Interesse habt, dann wartet einfach ab, bis es ein Ankündigungsvideo gibt bei uns auf dem Kanal. Und dann könnt ihr euch dafür auch anmelden. Ich habe jetzt schon einige Interessenten. Das wird mir sehr ganz cool. Nähere Infos dazu gibt es dann eben auch in dem Ankündigungsvideo dafür, das dann irgendwann demnächst kommt. Ich denke, dass wir da so in einem Monat starten wollen, beziehungsweise in so 3 Wochen oder so, nach dem Bäumerturnier und eine kurze Verschnaufpause. Genau. Ja, auch noch eine Sache, die mich vielleicht interessieren wird. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer eurer Meinung nach wahrscheinlich das Turnier gewinnt. Ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Ja, das wäre echt interessant, Da kann man ja. jetzt so Wetten abschließen, bloß dass ihr halt nichts gewinnt. Aber dafür verliert ihr auch Du nichts. kannst, oder wir machen so eine, es gibt doch so eine Infokartenabstimmung. Das können wir machen. Da können die Stimmt. Leute dann mal drin abstimmen, drüber abstimmen, wen sie meinen, wer insgesamt gewinnt. Ich mache das ja auch mittlerweile bei meinen Videos auch über solche Infokarten, dass die Leute abstimmen können, bei wem sie meinen, wer das Finale gewinnt, oder wer das Spiel gewinnt, meine ich, ja. Auch nicht Immer schlecht. Maya, immer so, weil, ich weiß nicht, Strawpoll-Verlinkungen, ich finde es immer so ein bisschen nervig, um Ja, ehrlich das zu ist gut für sein. Livestreams oder so, aber halt. Ja, ich finde aber so Infokarten sind eigentlich ganz cool. Leider kann man das irgendwie nicht so richtig einstellen, bis wann man abstimmen darf oder so. Ja, das geht immer irgendwie übers ganze Video dann. Naja, egal. Aber würde mich freuen, wenn ihr dann da bei dieser Abstimmung über die Infokarten teilnehmen würdet. Und dann würde ich sagen, viel Erfolg an die Spieler im Viertelfinale und euch Zuschauern dann beim Ansehen unserer Replays. Viel Spaß! Ja, genau. Also dann würde ich sagen, bis spätestens morgen beim Livestream. Also dann, ciao Leute. Ciao Leute!